Derrick Scherhand steht nicht im Profikader gegen Braunschweig. Es ist sein erster Einsatz seit September in der Regionalliga unter Stefan Schmidt. Und der will nach 3 sieglosen Spielen endlich wieder einen Sieg feiern gegen Sascha Prüfer und den FC Allenburg. Hertha mit 5 Veränderungen zum Meusewitz-Spiel. Luis Truss mit Startelfdebüt vor Bayern Bunge und Vogel. Luis Truss, 17 Jahre alt, erhielt beim 2:2 in Meusewitz seine ersten 12 Minuten Regionalliga. 15 Minuten gespielt, die Blau-Weißen spielbestimmt. Jindawi, Truss schaltet schneller als Kretzer und Luis. Und in der Mitte, Derry, Scherhand. Rühlemann hebt das Abseits auf, Scherhand mit seinem 6. Tor im 6. Spiel. Er hielt 18 Einsätze bei den Profis und steht hier goldrichtig durch die Beine von Luca Bendel. 1:0 für die Hertha. Die Partie verspricht Tore auf beiden Seiten. In allen 3 Aufeinandertreffen fielen mindestens 5 Tore. Bibaku auf Noah Baumann. Wird von Bibaku in Szene gesetzt, scheitert nur knapp in Minute 22. Hertha lässt Eilenburg nach dem Tor kommen. Die Gäste aktiver. Kapitän Schlicht zieht einfach mal ab aus der Distanz. Die Nordsachsen in dieser Saison auswärts in Berlin noch ungeschlagen. Rühlemann vor Bayern Fuchs wird nicht angegriffen. Quasi Groch und dann Christopher Bibaku. Letzte Aktion vor der Pause, Eilenburg gleicht aus. Der Franzose kam im Sommer aus Plauen, sein 4. Saisontor. Quasi Groch lässt die Hereingabe von Rühlemann klatschen und Bibaku steht genau da, wo ein Mittelstürmer stehen muss. Bittere Pille für Stefan Schmidt und die Hertha. Nach dominanten 20 Minuten wird Eilenburg stärker. Pausenstand 1:1. Euch wünsche ich guten Appetit, lasst es euch schmecken, ob es ein Kakao ist. Die Gäste kommen gut aus der Kabine. Quentin Seidel, der Ex-Lichtenberger. 4 Minuten gespielt in Durchgang 2. Hertha mit wenigen Offensivmomenten, vielleicht über Standards. Jindawi und dann Marlon Morgenstern. Traf bereits gegen Meusewitz, 2:1 für die Hertha. Vorbereitung von Jindawi, keine Zuordnung bei Allenburg. Bunge und Zaruba zu weit weg von Morgenstern, der sein 2. Saisontor erzielt in Minute 53. Antwort Eilenburg nur 3 Minuten später. Kretzers Hereingabe findet Christopher Bibaku. Der Aufsteiger kann zum 2. Mal ausgleichen. Es ist das 10. Gegentor im 4. Spiel für die Berliner. Herthas Defensive einmal mehr schläfrig. Das Silva Kiala sieht nicht gut aus gegen Bibaku, ist selbst noch am Ball. Gegentor Nummer 40 in dieser Saison für die Hertha. Zehn Minuten später, Eilenburg mit den besseren Chancen. Schlicht Standard landet. Bei wem denn sonst? Christopher Bibaku. 3 Tore gegen die Hertha. So viele Tore gelangen ihm bislang in der gesamten Saison. Wieder sieht Kiala nicht gut aus gegen Bibaku. Herthas Defensive an diesem Abend überfordert mit dem 1,90 Meter großen Bibaku. Und der dreht das Spiel im Alleingang und stellt auf 3:2 aus Sicht der Eilenburger. Der Hertha droht die 3. Niederlage im 4. Spiel. Morgenstern. Und dann Noah Baumann. Chance auf die Entscheidung in Minute 90. Letzte Aktion im Spiel. Tief in der Nachspielzeit. Quasi Groch mit vorne. Hertha will den Ausgleich. Schickasinski. Und dann Enes Benhatira. Zuvor abgepfiffen, Offensivfoul von Morgenstern an Sauer. Luca Bendel wäre da gewesen. Und so gewinnt Eilenburg nach einem verrückten Spielverlauf dank des 3-Tore-Mannes Christopher Bibaku. Der 4. Saisonsieg für Prüfer und seine Mannschaft. Ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.
heute dafür sowas von gefightet, wie sie schon sagen, gekämpft. Emotionen, also ja, fehlen einem jetzt auch ein bisschen die Worte, weil der Spielverlauf, glaube ich, ja, der war schon speziell. Ich weiß nicht, ob hier eine Mannschaft unbedingt dann gewinnen sollte, weil das waren ja, glaube ich, alles Standardtore. Zwei Kopfballtore auch, wo der Torwart sich so lang macht, wo du halt denkst draußen, na, den hat er ja gleich fest und dann kullert er irgendwie rein, also so ein bisschen aus dem Nichts. Und deswegen Chapeau, dass wir einfach die Fighter heute waren, die am Ende noch gestanden haben. Ein paar Worte von Ihnen zu Bibaku, dem Mann des Spiels. Ja, erstmal an die Mannschaft ein Riesenlob, weil ich glaube, es geht nur mit einer absoluten Mannschaftsleistung. Ich glaube, wir mussten extrem hart und viel verteidigen. Lange Bälle, wie auch viele, viele Sprints, die wir schlucken mussten von Zweitligaspielern. Das tat erstmal weh, das hat Körner gekostet und das war die Basis für unsere Angriffe. Und dann hast du heute einen abgezockten Stürmer, der auch endlich mal Glück hat, richtig steht, die Bälle gut kommen. Und dann, ja, klar, danke an die Tore von Chris, aber als Mannschaft haben wir hier trotzdem heute gewonnen. Um die Klasse zu halten, ist der FCE auf seine Tore angewiesen. Seine Leistung bestätigen kann er am Dienstag zu Hause gegen Jena.